Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, was nun? Auf ein Wort. Schön, dass Sie da sind. Willkommen zum ersten Video auf dem Blog des Dialogzentrums Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück. Immer zu Beginn eines Monats wird es ein kurzes Video mit mir geben, in dem ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber gebe, was gewesen ist, was im Moment gerade angesagt ist und was Sie diesen Monat auf unseren Social-Media-Kanälen, aber auch auf analoge Art und Weise, also Vorträge oder ähnliches, Workshops, was auch immer wir tun, erwartet. Wir haben das genannt Auf ein Wort. Darum heißt dieses Video Auf ein Wort, wobei, wie Sie schon unschwer erkennen können, mit einem Wort komme ich nie aus. Gucken wir ein Stück weit zurück. Ich stehe mal einmal auf und zeige Ihnen einmal ein paar Flipcharts, die wir gemacht haben. Wir sind hier im April 2019 angefangen. Wir, das heißt der Kollege Christian Müller-Hergel, der Kollege Nils Hensel, der hinter der Kamera steht, der jetzt dazugekommen ist, um meine Wenigkeit Detlef Rüsing. Die Idee des Dialogzentrums ist es, an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis in der gerontopsychiatrischen Versorgung zu sein und sowohl das eine als auch das andere zu befördern. Denn wir sind der Überzeugung, dass sowohl die Praktiker zu wenig von den Wissenschaftlern wissen und von den wissenschaftlichen Ergebnissen und aber auch die Forschenden natürlich viel zu wenig von der Praxis wissen, um wirklich praxisrelevante Forschung zu machen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Die Idee aus dem Fokus Demenz, mit dem wir, der Christian und ich, uns im Grunde die letzten 25 Jahre beschäftigen, also die Idee, das Feld Demenz auszuweiten auf das Feld Gerontopsychiatrie, war für uns eine ganz entscheidende und wichtige in den Überlegungen zu diesem Institut. Sie war insofern wichtig, als dass es nicht mehr richtig ist, sich nur auf dieses Bild zu beschränken, denn auch Menschen mit Demenz haben noch ganz, ganz andere Themen, ganz, ganz andere Erkrankungen, sind in der Regel multimorbid. Und dazu kommt noch, dass wir gesagt haben, es geht um das Leben im Alter. Und da spielen beispielsweise Dinge wie Depressionen, Dinge wie Parkinson, die Art und Weise, wie ich leben will, wie ich wohnen will in Zukunft, all das eine Rolle. Wenn Sie das sehen hier, sind wir online mit all unseren Kanälen. Und wir haben uns eine Menge ausgedacht, um Ihnen diese Themen näher zu bringen und um Ihnen Inhalte vor allem näher zu bringen. Das eine waren die Inhalte, über die wir nachgedacht haben. Und das andere sind natürlich die Formate. Und auch da gibt es für uns keine Unterscheidung zwischen, entweder man macht analog, also Vorträge, Seminare und was es alles gibt oder Printzeitschriften und so weiter. Oder man arbeitet digital. Im Mittelpunkt der digitalen Arbeit des Dialogzentrums Leben im Alter steht der Blog dzla.de. Von diesem ausgehend werden wir jeden Dienstag und jeden Donnerstag werden wir ein Posting machen. Das ist mal ein Video, das kann aber mal ein Text sein, der geschrieben ist. Das kann eine Audiodatei sein, wo wir jemanden interviewt haben oder ihnen etwas zu sagen haben. Das können Berichte über Forschungen sein und so weiter. Also viele, viele Formate, die wir uns ausgedacht haben, die immer jeden Dienstag und jeden Donnerstag erscheinen. Im Oktober 2019 geht es dabei um folgende Themen. Die gerontopsychiatrische Versorgung ist an vielen, vielen Stellen sehr trostlos. Und man hört nicht selten solche Begriffe wie ein Therapienihilismus oder auch ein Pflegenihilismus. Also, dass man nichts mehr tun kann, außer verwahren. Das glauben wir nicht, aber wir haben gezielt aus der Forschung oder aus besonderen Konzepten, von denen wir gehört haben, einige Dinge herausgenommen und stellen Ihnen die in Kürze in einem Video, das wir Lichtblick genannt haben, vor jeweils. Und im Monat Oktober mache ich das und da geht es darum, wie man sozusagen das morgendliche Waschen bei Demenzerkrankten erleichtern kann durch den Einsatz von Musik. Ein anderes Format, auf was ich mich sehr gefreut habe und was ich sehr gerne mache, ist das Haustheater. Also hier im Haus streiten oder sprechen miteinander Christian Müller-Hergel und ich, der Kollege Hensel filmt das, zu einem Thema. Und auch hier geht es um ein Thema, mit dem wir uns schon länger beschäftigen. Das ist das Thema, wie ethisch ist eigentlich Fort- und Weiterbildung? Wir werden, weil das im Zentrum einer guten gerontopsychiatrischen Versorgung steht, über Fallarbeit sprechen. Das heißt, der Kollege Müller-Hergel wird jeden Monat einen Fall vorstellen und diesen Fall diskutieren. Wir werden auf unserem Blog einmal im Monat immer einen Platz frei halten für einen Gastbeitrag. Also wenn Sie etwas haben, was Ihnen auf den Nägeln brennt, wo Sie etwas sozusagen der Community, der Welt mitzuteilen haben im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung, was Sie für sehr, sehr wichtig halten, eine neue Idee, ein Konzept, eine Studie, die Sie kennen, was auch immer,
Setzen Sie sich mit mir, mit uns in Verbindung. Kontaktdaten haben Sie auch unterhalb dieses Videos. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Ich bin aber auch ziemlich aufgeregt im Moment, weil wir einfach noch irre viel zu tun haben, bevor es dann losgehen soll. Wir freuen uns sehr. Ich bedanke mich jetzt schon im Namen meiner Kollegen Nils Hensel und Christian Müller-Hergel und meine Wenigkeit bei Ihnen fürs Zuschauen. Und wir hoffen, dass wir eine lange Zeit hier miteinander verbringen können. Also, wenn etwas ist, melden. Wenn Sie es gut finden, melden. Wenn Sie es schlecht finden, melden. Denn es heißt ja schließlich Dialogzentrum Leben im Alter. Also, bis dahin, bis bald. Auf ein Wort.